Hey Mann. Ich habe von deinem kleinen Streit mit Da gehört. Diese Söldner, das ist schon ein Pack. Das ist wie mit dem Schafsdärm zur Verhütung. Ohne ist schöner, aber mit ist sicherer. Kopf hoch. Ja, ich weiß, auch wenn der Hals dreckig ist. Wenn du in die Welt da draußen gehst, hast du eigentlich vor, nochmal hierher zurückzukehren? Ich meine, besuchsweise, um der alten Zeiten willen und so. Kann schon sein, ja. Schön. Weißt du, hier auf dem Hof bekommt man nicht allzu viel mit, was in der Welt passiert. Ich würde gern über mehr Dinge Bescheid wissen, als übers Rübenhacken und den Getreideanbau. Wenn du also etwas über die anderen Höfe, die Stadt oder die Paladine herausbekommst, erzählst du mir dann davon? Versprochen. Wenn ich etwas Wissenswertes erfahre, dann werde ich es dir erzählen. Danke, Mädchen. Wegen der Welt da draußen. Ja? Was gibt's Neues? Seekop ist tot. Wahrscheinlich ist er im Geiz erstickt. Der Hof steht leer. Alle sind weggegangen. Sogar Rosi und Till. Komisch. Für Seekop den Jähzornigen empfinde ich keine Trauer. Bin ich deshalb ein schlechter Mensch? Wohl nicht. Mach's gut. Alright, so we just got some extra experience points there, which is a very nice thing. That might be Sekob and Till right there, very close to Damfield Raiders, which is kind of dangerous. Okay, never mind. Hey Mann. Kann dir keiner verdenken, wenn du hier in den Sack kommen willst. Am liebsten fehlt es ja auch noch. Doch, wohin sollte ich gehen? Mach's gut. Yeah. Alright. I need to find Rosie and Till. Right now. Okay, but I don't feel like it. Anyways, let's just quickly check what we have. 100 gold. We should be able to get... Okay, that's the ointment. Let's see. Gold. Very, very nice. I think we've got enough for the wolf dagger, which is a very, very nice weapon. And I'm saying very, 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 very much a lot of times. Which is very, very annoying for the viewer, I must say. Okay. Now. I think Volta is in here somewhere. The last time I saw him was in here. Okay, that's colored. There's just some random It's no secret. There's Wasili. I might as well talk to Wasili. Hey, Alter. Hey, who's that? He thinks it's as easy as that. Was gibt's, Wasili? Man munkelt, dass du den Hof verlassen willst. Ja, ich hätte da mal eine kleine, bescheidene Bitte. Aha, man munkelt also. Was ist das für eine Bitte? Nun, ich sammle doch so alte Münzen. Wenn du auf deinen Wegen welche findest, ich kaufe sie dir gerne ab. Klar, ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Oh, danke. Und viel Glück auf dem Weg. Ich habe hier eine alte Münze. Schön. Ich gebe dir eine Goldmünze dafür. Genauso viel, wie sie einmal wert war. Ein bisschen wenig. Wie wär's mit zwei? Ah, jetzt geht das wieder los. Was? Da war letztens so ein Typ. Er wollte zwei Goldmünzen. Und wie viel hast du ihm gezahlt? Ja, er hat mir doch tatsächlich die zwei abgeschwatzt. Aber das mache ich nicht mehr. Wieso? Ich kann ja nicht ahnen, dass er die Dinger tonnenweise anschleppt. Da wird man ja arm. Es bleibt dabei. Eine Goldmünze für eine alte Münze. Und mehr kann ich für mein Hobby sowieso nicht ausgeben. Naja, eine ist besser als keine. Na also. Interesse an weiteren alten Münzen? Ja sicher. Hast du noch welche? Klar, die findet man ja an jeder Straßenecke. Am Anfang habe ich noch geglaubt, es gäbe in ganz Korinis nur noch eine Handvoll davon. Lass den Kopf nicht hängen. Inflation ist was ganz Normales. Hier ist dein Gold. Pass auf dich auf. Okay, so.
Is that Torloff? Oh, how the hell did I not talk to him? Hey, Seebär. Wait. Du hast deine Söldner nicht im Griff. Da hat mich angemacht und niedergeschlagen. Ich weiß es bereits. Und Dar hat dafür schon Federn gelassen. Ich habe ihn zu einer Geldbuße verdonnert. Hier, 100 Goldstücke, Schmerzensgeld. Wenn für dich die Sache damit noch nicht aus der Welt ist, ich werde dich nicht an irgendetwas hindern. Schließlich bist du kein Söldner. Nur lass ihn mir leben. Danke. Schon in Ordnung. Du weißt ja, wie Ona über solche Sachen denkt. Kannst du mir etwas von deiner Stärke abgeben? Ich kann's versuchen. Doch bedenke genau, wofür du deine Erfahrung einsetzt. Bring mir etwas bei. Oh, shit. 15. Oh, fuck that. Nothing amazes me anymore. If dexterity is still that That's much, good. I'm not sure. I'm not sure, yeah. I'll see what dexterity is and make up my mind if I want a dex-based character or a strength-based character. Now, Onar must be here somewhere. Guess not. Alright, how much till my first level? Okay. Wait. Okay, cool. I was just seeing some stuff there, but nothing too important. Alright, let's talk to Onar. Sei gegrüßt, Großbauer. Kannst du mir bei einer wichtigen Rechtsangelegenheit helfen? Was willst du? Und verschwende meine Zeit nicht, sonst wird Vasili dich an die Luft setzen. Mal angenommen, es gibt herrenloses Eigentum. Und es gibt jemanden, der auf das Eigentum aufpasst, es sich aber nicht aneignen will. Demjenigen ist es genug, das Eigentum zu schützen und zu mehren. Aber ohne einen Herrn wären er und das Eigentum verloren. Was kann man in diesem Fall tun? Du fragst ja nicht ohne Grund. Kannst du mir versichern, dass es sich für einen Herrn lohnen würde, das Eigentum und dessen Hüter unter seine Obhut zu nehmen? Du weißt, wir leben auf einer Insel. Du kannst nicht weglaufen. Wäre ich der Herr, würde ich bei beiden ohne Zögern zugreifen. Zu den Bedingungen, wie du sie deinen Knechten gewährst. Dein Wort darauf? Meine Nase sagt mir, dass ich dir trauen kann. Einverstanden, mein Wort drauf. Und nun heraus mit der Sprache. Worüber reden wir? Die Rede ist von Balthasar und seinen Schafen. Aber Balthasar ist Seekops Hirte. Halt mal, das kann nur bedeuten, Seekop ist tot. Innoch sei seiner jähzornigen Seele gnädig. Du hast es erfasst. Moment, Moment. Und da Rosi seit Wochen verschwunden ist, hat sie ihren Anspruch auf den Pachthof leider verloren. Tja, Pech. Till ist noch nicht volljährig, scheidet also auch aus. Du hast mir also eine prächtige Schafherde beschert. Ich hoffe, ich habe Balthasar damit auf seine alten Tage einen Schlafplatz, was zwischen die Kiemen und den kargen Lohn beschert, den du deinen Knechten gibst. Ja, ja, bekommt er, bekommt er. Was für ein herrlicher Tag. Sag Balthasar, er kann meine Herde mitbringen. Seekops Hof wirft nun aber keine Pacht mehr ab. Ach, dieser Geizkragen hat doch in den letzten Jahren nie richtig gezahlt. Diese ständigen Ausreden. Den Pachtvertrag mit ihm wollte ich sowieso irgendwann lösen. Und meine Schafherde ist durch die Gleichgültigkeit dieses Söldners fast ausgerottet worden. Da ist eine komplette Herde mehr wert als jede nicht gezahlte Pacht. Ich geh dann mal. Okay, so. Let's see our quests. Alright, now. Let's quickly go to... Volker. He might be here right now. Obviously. Where the hell could Volker be? Okay. Okay, there's Star. There's Hodges and Bennett. Some problems solve themselves. I need to find Volker. Right now. Aha, perfect.
Volker. Ich habe deine Medizin, eine Salbe und zwei Ratschläge. Oh, endlich. Es wird Zeit, dass diese Schmerzen verschwinden. Hier ist deine Salbe. Du sollst sie auf die schmerzende Stelle reiben. Jetzt zu den Ratschlägen. Erstens sollst du dich des Öfteren hinlegen und deine Beine gen Himmel strecken. Zweitens sollst du ein Wolfsfell um die schmerzende Stelle gürten, damit diese ständig gewärmt wird. Schon mal danke soweit. Hier sind 50 Goldstücke für deine Mühe. Einen weiteren Gefallen kann ich nicht von dir fordern, oder? Du möchtest, dass ich dir ein Wolfsfell bringe? Ja, das wäre großartig. Klar, mach ich. Es kann aber eine kleine Weile dauern. Das macht nichts. Ich werde mich derweil mit dem Rücken zum Feuer setzen und mich nicht bewegen. Wenn du mich suchst, ich bin beim Kamin im Haus.